Wer Leben retten will, muss sich selber schützen. Feuerwehrmann Samuel Wengenroh zwängt sich in seinen Überlebensanzug, damit seine Muskulatur in dem 4 Grad kalten Wasser nicht versagt. Gleich muss er eine eingebrochene Person aus dem Wasser ziehen. Das ist ein Anzug, der ist ziemlich wasserdicht, der hat einen hohen Auftrieb. Da kann man dann schon mal 8 Stunden in eisigen Gewässern überleben, aber spaßig ist das nicht. Im Vergleich dazu, wenn man mit normaler Kleidung ins Wasser fällt, dann ist nach 4 bis 5 Minuten sind die Muskeln so erkaltet, dass man selbst nicht mehr schafft, über Wasser zu bleiben. Mit einem 20 Mann starken Team sind die Rettungskräfte der Feuerwehr, der Wasserwacht und des Roten Kreuzes angerückt. Ginge es hier um Leben und Tod, wäre jede verstrichene Sekunde eine Sekunde, die dem Opfer das Leben kosten könnte. So schnell wie möglich zu der Person und die Person sichern, dass es nicht untergeht. Weil eine eingebrochene Person, da geht es ja um das, die bricht ein, ist vollgesaugt in einem eiskalten Wasser und hält sich vielleicht noch ein bisschen auf der Eisfläche und kämpft mit dem gegen das Untergehen. Absolut jeder Handgriff muss sitzen. Nicht nur im Ernstfall, sondern auch beim Übungseinsatz. Denn Einbrechen ist in kontrollierter Situation, wie es wir jetzt machen, zwar ganz nett, aber es bleibt trotzdem gefährlich. Wenn der jetzt unter Wasser gerät, wir haben auch hier eine Strömung, dann kann der uns abhanden kommen und dann haben wir ein echtes Problem. Die Aufgaben zwischen Feuerwehr und Eisretter sind bei einem solchen Einsatz streng verteilt. Wenn die Person von der nächstgelegenen Wache gesichert ist, dann kommen wir von der Feuerwache 5 oder der Feuerwache 6, die beiden Taucherwachen, und werden dann die weitere Rettung leiten wir dann in die Wege. Ich habe immer 2 Taucher dabei, die sind mit Neopren ausgerüstet. Auf der Anfahrt schon rüsten sie die aus. Die Eisdecke ist so stark, dass Andreas Huber Schwierigkeiten hat, überhaupt ins Eis einzubrechen. Als er es geschafft hat, verschwindet er in einem wenige Meter breiten Eisloch. Ausbildungstaucher Jürgen Bichelmeier gibt seiner Mannschaft jetzt die letzten Anweisungen. Das Wichtigste für die Retter ist natürlich, nicht selber einzubrechen. Was die Nachwuchshelfer auch lernen müssen, ist, wie man eine verunfallte Person anpacken muss. Denn einfach ist es nicht, eine bewusstlose und mit Wasser vollgesogene Person aus dem Wasser zu ziehen. Eine Person, die nicht mehr mit da kann, also wie leblos dort hängt, wird, dass ich das aufs Eis raufbringe. Um das geht es, dass das müssen sie alle üben, dass mit dem Medium-Eis was brüchig ist, was kann ich machen, dass ich der Person nicht die, in Anführungsstrichen, Rettungsinsel, wo er vielleicht mit Gewand festgefroren nicht drauf liegt, dass ich ihm das nicht wegbricht, wie muss er das Ganze handhaben, wie muss er anrücken, was kann er machen, und das ist halt unser Ausbildungsinhalt. In zweifelhaften Situationen bekommen die Eisretter Verstärkung. Denn ohne Spezialausrüstung auf instabilem Eis auszurücken, wäre auch für einen ausgebildeten Taucher zu gefährlich. Dann haben wir hinten an unserem Fahrzeug einen Eisretter. Das ist ein Gerät, mit dem ich auf brüchigem Eis im Wasser immer zu der Person vordringen kann. Das ist der berühmte Eisretter. So ist das Gerät montiert. Und diese Schwimmkörper, die sind die Lastverteiler und die Schwimmkörper, die an den Auftrieb bringen, dass man nicht untergeht. Der Retter kann das so auf, das ist ganz leicht. Man kann praktisch zum Wasser hingehen, kann mit Schwung hingehen, kann dann so hinrutschen. Die Punktlast, wo jetzt sie vielleicht nicht mehr gehen können, weil die Punktlast, die das Eis brechen lässt, ist die so eine Verteilung, dass der dann trotzdem nicht untergeht. Und wenn es dann brüchig wird, dann kann er sich mit Paddel oder mit Schwimmbewegungen fortbewegen, geht zu der verunfallten Person, zirkt sie auf den Eisretter, sichert ihn und dann da haben wir eine Haltemannschaft dabei, die zirkt raus und dann können wir ihn ans Ufer ziehen, in Sicherheit bringen und dann wird er der Rettung übergeben. Die Trockenübung, wie sie hier gezeigt wurde, ist nur ein kleiner Teil einer umfangreichen Ausbildung, die die Wasser- und Eistaucher durchlaufen müssen, bevor sie irgendwann echte Menschenleben retten dürfen, beziehungsweise müssen.